Herzlich willkommen zur Rohnachrichten Taktikanalyse. Wir beschäftigen uns heute mit unserem ersten Gegner, mit Mexiko. Wir freuen uns auch auf die weiteren Spiele. Wir hoffen ja, dass wir viele von der deutschen Nationalmannschaft sehen werden. Aber heute geht es erstmal um die Mexikaner. Wir glauben im offensiv ausgerichteten 4-3-3-System mit ihrem Stoßstürmer Chicharito. Chicharito war schon in der Bundesliga tätig, für Bayer Leverkusen, hat bei Real Madrid gespielt, aber auch bei Manchester United und hat in jeder Liga seine Qualität nachweisen können. Wir müssen alles dafür tun, dass seine Torgefahr nicht gegen die deutsche Mannschaft zum Tragen kommt. Defensiv haben sie letztendlich Probleme, deswegen Probleme, weil der entscheidende Innenverteidiger ausgefallen ist, nämlich Reyes. Und da muss der Trainer eine neue Kette einspielen. Und wir glauben, dass wir da Möglichkeiten haben, offensiv unsere Torgefahr zu zeigen und dass die deutsche Mannschaft da ein paar Tore erzielen kann, die schön für einen Auftaktsieg wären. Die entscheidende Frage sein, wie wird Jogi Löw darauf reagieren? Unserer Ansicht nach fast wie gewohnt im 4-2-3-1. Jogi Löw ist jemand, der auf ein bewährtes System sitzt, was auch letztendlich ganz gut passt, aber in 4-3-3, weil wir da immer wieder Überzahlsituationen gerade im Mittelfeld schaffen können, wenn ein Außenstürmer vielleicht einrückt. Und da hoffen wir natürlich, dass Marco Reus spielt, hat gegen Saudi-Arabien einen super Test abgeliefert. Und die Frage wird aber sein, wird er sich für Marco Reus oder Julian Draxler entscheiden? Unserer Ansicht nach gehört Marco Reus in die Elf und wir denken, dass wir da auch Möglichkeiten haben, offensiv, um die Schwächen von den Mexikanern auszunutzen und dann noch Torchancen zu kreieren. Die entscheidende Frage wird natürlich auch sein, kann Manuel Neuer zu seiner gewohnten Stabilität finden und unserer Mannschaft die Stabilität geben, die wir benötigen für unser Spiel. Ein guter und fitter Kapitän ist immer wichtig. Letztendlich hat er alle Vorbereitungsspiele gut bestanden, er hat sie gut bestritten und ist voll im Saft. Das heißt, Jogi Löw kann eigentlich auf ihn setzen und wir hoffentlich auch, dass unsere Wand wieder hinten steht, wir kein Gegentor erhalten und vielleicht mit einem guten 2-0 in die WM starten.